Jörn, heute Spiel gegen SV Bauunion, 4:0 gewonnen, erste Halbzeit 1:0, war ein recht schweres Spiel, die Mannschaft hat sich lange schwer getan, woran lag es heute, meinst du? Woran es lag? Naja, am engen Platz, der Gegner hat sich hinten reingestellt und wir haben es nicht geschafft, irgendwo unsere technische Überlegenheit in Tore umzusetzen, aus meiner Sicht. Aber im Endeffekt haben wir uns nachher selber belohnt, hätten nur ein, zwei Tore mehr machen können, aber gut, man muss eben auch mit kleinen Brötchen zufrieden sein, aber nur mit 4 Toren. Zweite Halbzeit, dann deutliche Leistungssteigerung. Wie kam das zustande, deiner Meinung nach? Naja, dass wir es geschafft haben, unsere Technik besser auszuspielen und schneller zu spielen und präziser die Bälle zu spielen und der Gegner natürlich auch müde wurde. Er ist ja nicht umsonst da unten drin, von der Kondition her. Und ja, man muss sich eben mal mit Geduld fahren und muss sehen, dann probieren die Chancen auszunutzen. Ne? Wir haben natürlich noch 4, 5 Großchancen gehabt, die hätten wir einmachen müssen, aber gut. Nun ist es eben 4:0 geworden, aber es reicht ja erstmal. Tabellenführung behalten und weitersehen. Ja, in diesem Sinne, als Spitzenreiter, schönen Sonntag dir. So, schön, dass du zum Interview bist. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum 4:0-Sieg gegen SV Bauunion. Erste Halbzeit 1:0. Die Mannschaft hat sich lange schwer getan. Woran lag es deiner Meinung nach? Ja, ich denke mal, die Platzverhältnisse waren nicht die einfachsten. Der Gegner stand ziemlich tief, 9 Mann hinten drin. Keine leichte Situation. Ja, haben uns dann leicht gesteigert. Und denke, das Beste draus gemacht. Zweite Halbzeit war dann ja eben deutlich besser mit 3 Toren. Lag das daran, dass der Gegner hinten mehr aufgemacht hat? Oder wart ihr einfach konditionell besser nachher zum Schluss, dass ihr das Ergebnis so erspielen konntet? Ich denke, es hatte mehrere Faktoren. Ganz einfach, dass die platt waren und wir einfach dann unser Zusammenspiel ausgenutzt haben, über mehrere Stationen den Ball klatschen lassen haben. Ja, ich denke einfach, dass die auch müde geworden sind und nach dem 3., 4. haben sich dann aufgegeben. Meinst du, dass es momentan in der ersten Halbzeit gerade bei den Männern etwas schwerer fällt, als Spitzenreiter ins Spiel zu gehen? Übt das einen gewissen Druck auf die Mannschaft aus oder wie geht die Mannschaft damit um, deiner Meinung nach? Ich denke schon, dass ein gewisser Druck da ist, aber ja, das musst du einfach ausblenden. Wir probieren immer wieder neu ins Spiel, müssen uns auf den neuen Gegner einstellen. Wir hatten die ersten 5, 6 Spiele hatten wir nur starke Gegner. Jetzt kommen die ganzen Gegner von hinten, die auch nicht einfach sind, aber halt da merkt man den Klassenunterschied und darauf musst du dich erstmal wieder einstellen. Vielleicht nimmt man das Ganze auch dann erstmal zu einfach und merkt dann, okay, da musst du doch ein bisschen mehr geben als in der ersten Halbzeit. In diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch zum Sieg, zur Super. Tabellenführung. Schönen Sonntag dir, Flo. Vielen Danke, Dank. Danke, ebenfalls. Thank you.